Neue Runde, neues Glück. Willkommen zurück bei Black Ops 1 Multiplayer. Neue Map. Villa. Ist leider wieder eine Außenmap. Das heißt, wahrscheinlich, so wie gerade, werden die Frames sich aus irgendwelchen Gründen wieder verabschieden. Ja, definitiv. Ich weiß nicht warum, verdammt. Das ist so. Radiation oder so, die ging ja auch fit, ohne Probleme. Aber ich glaube, er fängt sich langsamer sicher wieder. Lächerlich sowas, weißt du, lächerlich. Perfekten Aim weggeschnibbelt, ey. Feinde stören unser Radar. An sich ist das aber trotzdem eine coole Map, wenn man was trifft. Hier drin absolut kein Problem, alles flüssig. Eigentlich ist es peinlich, bei so einem Spiel sich nochmal Frames zu beschweren, aber es ist tatsächlich so. Zeit für das Upgrade, was auch bald kommt. Ich nehme das Ganze auch mit OBS auf und das wird in Zukunft, denke ich mal, auch so bleiben. Vielleicht mal wieder DX Story, ein Spiel, wo OBS das irgendwie nur nicht funktioniert. Dann, wenn ich meine neue Hardware habe, meinen neuen Rechner, dann noch schön die Capture-Karte zu holen. Dann läuft das Ganze nochmal mit weniger Problemen. Also noch weniger Problemen. Und noch einer besseren Qualität. Dann schauen wir mal weiter. Dann läuft das auf jeden Fall gut. Ah, ich bin schon ziemlich schlecht gerade. Oh. Weil man guckt hin, ist keiner da. Wahrscheinlich frisch gespawnt. Da ist eine Claymore. Ich will gleich mal das Team zerstören. Endlich wieder ein Kill. Ich hab schon fast gedacht, ich schaffe keine mehr. Vor allem inzwischen ist das so warm geworden. Erstmal das Fenster kurz öffnen, so. So. Das ist jetzt scheiße, glaube ich. Ich hab fast meine 6er Kills gefühlt. Feinde stören unser Radar. Verwundete Vorräte unterwegs. Feindliche Vorräte unterwegs. Konterspionageflugzeug entdeckt. Na, immerhin was. Erst Punkte. Konterspionageflugzeug ist in der Luft. Der Feind stört unser Radar. Oh, Kreuzfeuer. Aber mit was für einem Gerät? Verbündete
Spionageflugzeug unterwegs. Na komm, du willst es doch auch. Nein, doch nicht. Hintenrum. Schade. Feindliche Vorräte unterwegs. Wollte schon sagen. Der Feind stört unser Radar. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. LOL, Mega Spray of Doom. Ich werde jetzt aber mal schauen, dass die Parts nicht so lange werden. Vielleicht nur noch 2 oder 3 Maps, vielleicht 4 oder 5. Boah, verdammt. Aber das war echt ein bisschen lange. Ich glaube, die Datei ist irgendwie 14 oder 15 GB groß, was kein Problem ist mit OBS. Ich finde, das ist eine absolut faire Speichergröße bei so einem langen Video. Aber ich will das Ganze nach OBS eigentlich ungern nochmal rendern. Vielleicht irgendwann mal schneiden, ja klar. Wenn das Neues da ist, Schnitten und so, vielleicht ein paar Effekten im Intro vielleicht mal versehen, mal gucken. Aber die Qualität leidet halt nochmal, weil OBS encodiert das Ganze ja live mit. Das heißt, da gibt es schon eine Qualitätseinbußung. Wenn ich das Ganze dann natürlich nochmal rendere, dann geht wieder ein bisschen Quali verloren. Und vor allem bei so alten Spielen ist es dann schon ein bisschen grauselig. Aber mal gucken. Oh. Die Runde verlieren wir natürlich dann direkt wieder. LOL. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Jetzt haben wir halt noch hier einen Heli und der macht jetzt die ganze Tricksarbeit natürlich. Hier habe ich den nicht getroffen, weil ich muss. Der OP'sten Killstreaks überhaupt. Verwundete Vorräte sind unterwegs. Oh. Fail. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Verloren! Niederlage. Wir wurden besiegt und waren einfach zu schwach. Oh, dauert immer noch. 2 Maps bestimmt noch, seitdem wir gewinnen jetzt und ich raste gleich richtig aus der neuen Map. Dann könnte es vielleicht schon reichen. Ah, da muss ich echt durchdrehen. Oh. Summit Team Deathmatch. Eine Schnee-Map. Schauen wir doch mal, wie es hier läuft. Auch relativ übersichtlich, relativ viele Deckungsmöglichkeiten. Gucken, wie es läuft. Hatte ich hier noch? Ach komm, spielen wir auf der Map mal mit der guten Team Harris. Der kleinen Uzi. MPs waren ja spätestens ab Modern Warfare 3 OP. Aller spätestens. Oh, hier hatte ich glaube ich auch einen Tomahawk oder so dabei.
werfen. Ja. The fuck? Crap shit, Herzchen. Dein Ernst? Neue Claymore überlebt. Wir haben die Führung verloren. Natürlich macht so eine Uzi jetzt auch nicht mega viel Schaden. Im Nahkampf ist so ein Ding tödlich gefühlt, aber. Oh, ja. Knapp daneben ist auch vorbei. Das Beste waren ja immer die Tomahawk-Würfe, die so rübergingen und dann Leute getötet haben. Die sind dann am Spawn oder so. Aber die hat mich dann mitgenommen. Leider habe ich hier der Klasse nicht dieses Perk dabei, das ich Ausrüstung sehe. Oh, was? Ich dachte, meine Teammates regeln da, aber vergebens. Hier kommt man auch rüber, aber hier kommt man auch hoch. Das ist alles ein bisschen tricky. Da, Headshot. Direkt von der Side of Life. Weggegettet. Nein, da war die Waffe leer. Wie assi ist man das jetzt? Aber gut gespielt. Gucken, ob ich jetzt mit dem Todbringer Erfolg habe. Oder mehr Erfolg. Eins. Oh, in der Mitte wieder durchgerusht. Verdammt. Tomahawk werfen ist gut. Natürlich bis zum letzten Atemzug, auch wenn das wahrscheinlich wieder eine Niederlage wird. Der Heli regelt einfach alles auf so einer Map. Ja, lol. Wieso hat der Tomahawk ihn nicht getroffen? Sagt mir das mal bitte. Das wäre ziemlich sehr gut gekommen. Ach komm. Das darf nie wieder passieren, Genossen. Auch wenn man sich immer schön über Call of Duty aufregt, über die Hitbox und so weiter, das ist alles noch raus. Echter raus. 12.000 XP noch, das dauert, ey. Ich krieg ja gerade mal 1380 pro Runde, wenn ich gut bin. Also es wird doch noch ein paar Videos dauern. So, letzte Map für diesen Part wieder. Mal gucken. Oh, schön. WMD.
Aber mit was spiele ich da? Ich glaube, Farmers wäre ganz gut. Weil ich die Schrotflinte auch noch nicht in Aktion gezeigt habe, aber auf der Map ist es nicht so pralle. Vielleicht auf der nächsten Runde in Nuketown oder so werde ich die euch mal zeigen. Spiel mal Farmers. Außerdem hat die so ein halbwegs passendes Tarnmuster. Was man auch ändern kann, wenn man das Editor. Ich sollte aufhören, bei sowas mitzuzählen, weil das bringt Unglück. Wahrscheinlich kriege ich gleich ein fettes Brett. Wir haben die Führung verloren. Wir sind in Führung. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Wir haben die Führung verloren. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Boah. Hätte ich mich hinhechten sollen. Spionageflugzeug im Anflug. Feindlicher Huey nähert sich. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Todesbringer kommt auf Touren. Hängt er wieder da drüben, derselbe Typ? Warten ab. Ich krieg ich noch. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Hab ich doch gesagt. Okay, war reiner Glückstreffer natürlich. Ich dachte, da war ein Fenster weiter drüben, aber oh. Frisch Level 1er. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Achtung, Feind setzt Napalm ein. Oh, knappes Ding, knappes Ding. Wolltest du schon wieder da hochgehen? Am Arsch. Feindlicher Yui kommt näher.
So. Oh. Achtung, feindliche Vorräte. Wie viele Helis denn noch? Ah. Jetzt gewinnen die echt, weil die zwei Helis haben. Really? Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Dreimal mit einem Revolver getroffen, nur einmal Schaden bekommen. Das ist ein komischer Typ, ey. Rennt er mit seiner Pumpe durch. Ich hab kein Morgen. Flugzeug im Anflug. Das wird nichts, los doch. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Wieder eine bombastische Niederlage aufgrund von mega abkämpfen, triple 1000 Helis in der Air. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Verdammt, da Anderson. Ich liebe das, wenn Teammates blocken. Egal, das war's. Verloren. Haus hoch. 10.700. Mal gucken, wie das macht. Gut. Wird der Galil weggeholt. Ja. Dann doch als Prestige in der nächsten Runde. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zugucken.